Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwiersch und dies sind die Themen für Sonntag, den 10. Januar. Alles abverlangt wurde dem neuen Betreiber der Nienburger Stadtbusse gleich am ersten Schultag. Wegen des Wetters hatte die Firma Haller nicht nur die 7 ständig fahrenden Busse auf den Weg geschickt, sondern auch noch 4 aus dem eigenen Bestand aus Walsrode nach Nienburg geholt. Am City-Treff herrschte zu den Stoßzeiten zwar ein heilloses Durcheinander, am Ende sind die Fahrgäste aber unversehrt und halbwegs pünktlich von A nach B gekommen. Zum Kegeln eingeladen hatten die Flüchtlingshelfer um Ernst-Erich Kahle die Asylbewerber, die in der Samtgemeinde Hemsen Schutz gefunden haben. Obwohl sie noch nie eine Kegelbahn betreten hatten, hatten die Männer, Frauen und Kinder viel Spaß. Beim nächsten Mal soll gebosselt werden. Der Amigo Katzenhilfe trieb es die Tränen in die Augen, als sie zum Teil völlig abgemagerte Katzen fanden, die nur sehr unregelmäßig mit Essensresten gefüttert wurden. Diesen und anderen Tieren soll mit der Futterpyramide geholfen werden, die seit dem 4. Januar im Futterhaus aufgebaut ist. Die Aktion läuft bis Ende Januar. Unter dem Schloss zu Hoya wohnte vor Zeiten das Volk der Zwerge. Und lange noch zeigte man den Eingang zu ihren Wohnungen. So beginnt die Sage von den Zwergen im Schloss zu Hoya. Im September 2013 beschloss der Rat der Stadt einstimmig, die Mitgliedschaft im Verein Deutsche Märchenstraße zu beantragen. Für die Hake am Sonntag Zeit, wieder einmal an diese gute Entscheidung zu erinnern. Am Donnerstag um 20 Uhr machen die Sänger der Kölner A-Cappella-Band Basta auf ihrer Live-Tournee Station im Nienburger Theater. Veranstalter ist das Nienburger Kulturwerk, das die beliebte Boygroup vor 5 Jahren schon einmal nach Nienburg geholt hatte. Die Leserinnen und Leser der Hake am Sonntag können 3x2 Karten gewinnen. Zum Sport. Der ehemalige Nienburger Handball-Jugendtrainer Tobias Swawoll gewann mit seiner D-Jugendmannschaft, der HSG Rheinbach-Wormersdorf, bei der Mini-Handball-EM den Titel in Hannover-Anderten. Der 14. Krähencross der Holterfer SV startet am nächsten Sonntag ab 9.20 Uhr mit den Crossläufen der Schüler. Um diese Trophäe wird gekämpft. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.